Ja, hallo und da sind wir wieder bei ja, Fahrenheit, lange nicht mehr aufgenommen und ich bin nicht alleine. Ich bin hier noch mit dem Ofen Doc von okay. Ja, sag ich gleich. Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe, um sich gegenseitig abzumurksen? Tyler, in New York wird jeden Tag einer umgebracht. Aber vor allem dann, wenn ich nachts Dienst habe. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weiter maulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Du bist der Boss, Carla. Und jetzt sind wir hier in der Haut der beiden Polizisten, die versuchen, ja, den Mord aufzuklären. Und die Maus. In meinen fünf Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Ja, und die erinnert mich immer irgendwie an Angelina Jolie, so ein bisschen vom Aussehen. Ja, alles und, klar, McCarthy? Guten Abend, ja, ich komme hier gleich zum Reden. Ich habe Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Okay, und jetzt erstmal befragen wir nach dem Opfer. Opfer! Wer ist das Opfer? Er heißt John Winston. Ein Stammgast hier am Restaurant. Kate kannte ihn. Sie kann Ihnen mehr sagen. Hat jemand was Ungewöhnliches bemerkt? Nein, niemand hat was gesehen. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Außerdem ging er ohne zu bezahlen. Kate versuchte noch mit ihm zu reden. Okay, ja. Wie wurde der Mann getötet? Mit einem Messer, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wird die Autopsie zeigen. Ist die Leiche noch da? Ach, eine Leiche. Die Jungs von der Gerichtsmedizin wollten sie nicht wegbringen, bevor sie nicht da waren. Seit der Entdeckung der Leiche hat niemand die Toilette betreten. Okay, befragen wir ihn mal nach der Bedienung. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Okay, wenn dieses Symbol oben rechts am Bildschirm zu sehen ist, können Sie Charaktere wechseln. Drücken Sie die Eingabetaste. Eingabetaste. Was ist denn das hier? Eingabetaste. Wann immer Sie Charaktere wechseln wollen. Okay, drücken wir jetzt mal die Eingabetaste. So, da können wir dann hier zwischen den beiden umschalten. Und bevor ich mich hier um die Bedienung kümmere, stelle ich erstmal noch meinen Gast vor. Das ist der Ofen von 360 Games LP. Kanal und alles wird noch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, und wir gucken uns jetzt erstmal hier die Toilette an. Und, ja, hier, das, hoch. Okay. Tyler? Was denn? Ist doch schließlich eine Toilette, oder? Nein, das ist ein Tatort. Okay, schon gut. Die sieht echt aus. Muss der ganze Kaffee gewesen sein, mit dem ich mich verhalte. Ja, okay, das hat Carlas Stimmung ein bisschen... ja, in den Keller gesenkt. Und wenn die Stimmung ganz auf Null ist, dann ist das Spiel quasi vorbei. Dann muss man neu, die Szene neu machen. Weil dann, ja, weißt werden du, wir bestimmt noch öfters hören. Glaub ich kaum. Ah, klar, ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Guck ich mir erstmal die Leiche an. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Komisch, dass er es sieht, so direkt ohne ihn anzufassen, wie viel Geld er in seinem Portemonnaie hat. Also, okay. Wir haben ja das Messer verschwinden lassen. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Ich durchsuche einfach mal den
Müll. Ich durchsuche den Müll. Ja. Bockige Maus. Wenn hier nicht eine Gang rumrennt und blutige Messer in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Okay, wir sollen Garrett sagen, er soll den... Ist das ein... Hat die eine PSP? Nein, irgend so ein Handy. So, wo ist er denn? Der gute Garrett. Wir können hier auch rennen. Boah. So. Quatschen wir ihn doch einfach mal an. Ist das überhaupt Garrett? Wissen wir irgendwas über das Opfer? Er hieß John Winston und arbeitet in einem kleinen Geschäft in der Nachbarschaft. Er lebte alleine in einer kleinen Wohnung. Ein ganz normaler Typ, sagt Kate. Ja, und wir bekommen halt immer kleine Erfolge, so was unsere Stimmung auch hebt. Aber das war, glaube ich, nicht hier der Typ. Ich glaube, er ist... Hey, Garrett. Carla möchte, dass du ein, zwei Sachen überprüfst. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Ich ahnte bereits, dass Carla uns noch etwas wachhalten würde. Und mit ihm können wir auch noch sprechen. Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich hab seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst Carla nicht. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so Dickköpfiges habe ich selten gesehen. Ich finde es ja auch immer wieder cool, wie er läuft. Sie so ganz... Ja. Und das Telefon können wir uns auch angucken. Wen ruft er denn an? Hallo? Ich bin's. Bist du wieder eingeschlafen? Ach, seine Freundin. Hallo? Wie spät ist es? Verdammt. Wann kommst du zurück? Dauert nicht mehr lange. Schlaf ruhig wieder. Wenn du aufwachst, bin ich zurück. Bis nachher. Okay, jetzt gucken wir uns hier draußen um. Verdammt, ist das kalt. Wieso rausgehen, wenn ich keine Ahnung habe, auf welchem Weg der Mörder geflohen ist? Okay, wir wechseln jetzt einfach mal kurz die Charaktere. Und dann mache ich das Verhör. Weil das, ich weiß, das geht nur mit ihr. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Okay, Verdächtiger. Können Sie mir etwas über den Gast sagen, der kurz vor Entdeckung der Leiche wegging? Es war ein ganz normaler Mann. Ehrlich gesagt beachtete ich ihn nicht weiter. Kannten Opfer. Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Beschreibung. Wie sieht er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Verhalten. Hätte noch jemand reinkommen können? Nein, schon wieder wohl egal. Kaum. Die Vordertür ist der einzige Eingang. Wäre noch jemand reingekommen, hätte ich ihn sehen müssen. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit. Halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Okay, Verdächtiger. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche oder Schreie? Nein, ich habe nichts bemerkt. Vor dem Mord. Was geschah vor dem Mord?
War irgendetwas ungewöhnlich? Nein. Es war eigentlich alles wie immer. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. Das wissen wir schon. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt oft vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau darauf. Was geschah dann? Der Typ lief einfach ohne zu zahlen weg. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich. John, komisch. Ist Ihnen an John vielleicht irgendetwas komisch vorgekommen heute Abend? Wirkte er besorgt oder gestresst? Nein, er war genau wie immer. Er machte sogar einen Scherz, als er reinkam. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Da haben wir doch einiges erfahren von der guten Dame. Gute Nacht. Und wir stehen jetzt erstmal auf und, ja, vielleicht können wir uns jetzt draußen umgucken. Tyler, ich guck mal draußen. So. Da ist das Fenster zur Toilette. Und hier liegt ein alter Mann. Guten Abend. Oh, hallo, Püppchen. Was kann ich für dich tun? So, der hat auf jeden Fall schon ein bisschen zu viel verdammt getrunken. Kalt, ne? Boah, zum Glück kann ich mich hiermit warm halten. Bestimmt der billige Rotwein aus dem Lidl oder so. Naja. Hören Sie. Bei dieser Kälte sollten Sie wirklich nicht hier draußen bleiben. Wenn Sie wollen, dann kann ich Sie irgendwo unterbringen lassen. Lass mich in Ruhe! Ich brauche niemanden. Ich komme schon allein klar. Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Der hat also auf jeden Fall ordentlich einsitzen. Gut, erfahren wir nicht noch mehr von ihm? Nein. Die Tür geht nur von innen auf. Na super, die Tür geht nur von innen auf, das heißt, ich habe keinen Bock außen rum zu latschen. Deswegen werde ich so nett sein und die Tür öffnen. Na Sherlock, etwa ausgesperrt? Halt's Maul, Tyler. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns noch mal umsehen, wenn du willst. Nein, wir gehen. Es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir's. Cool, Carla will auch gehen. Jetzt schnell zum Auto, bevor sie die Meinung ändert. Ja, das sehe ich genauso. So. Gut, ja, viel zu reden. Geredet habe ich in diesem Part nicht, war ja auch nicht viel zu reden durch diese ganzen Dialoge. Also mit der rechten Maus, das kann ich mich noch so drehen, das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Naja, okay, ich werde dann immer ein Kapitel pro Part machen und ja, dieses Kapitel ist jetzt hier zu Ende.
Und ich guck mal, ob ich jetzt direkt noch das nächste aufnehme oder das irgendwann anders mache. Auf jeden Fall sage ich soweit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich habe wohl etwas zu früh beendet. Hier kommt noch eine kurze Szene. Und das war jetzt verstörend.